2.4.1 Ausnahme zur Richtlinie kooperatives Baulandmodell Dresden. Hier hatte ich ja widersprechen müssen dem der Beschlussfassung. Und insofern sehen wir wieder am Punkt 0 und würden als Grundlage den federführenden Ausschussbericht haben in der Behandlung heute. Es gibt einen CDU-Änderungsantrag, der könnte zunächst eingebracht werden. Und wir starten dann in der Fraktionsrunde mit der FDP. So, und damit frage ich Einbringung des Änderungsantrages. Herr Schmidt, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben es alle vorliegen. Wir haben einen ganz kleinen Änderungsantrag zur Beschlussempfehlung des Ausschusses noch mal formuliert. Und zwar geht es uns darum, es gibt Bebauungspläne, bei denen die Anträge gestellt wurden, bevor das kooperative Baulandmodell beschlossen wurde. Ganz konkret kenne ich einen Fall, der ist beantragt worden schon 2018. Es wurde ein städtebaulicher Vorvertrag geschlossen mit der Stadtverwaltung. Es wurde ein Protokoll gemeinsam gefertigt. Man hat sich auf 15% Sozialwohnungsbau verständigt. Dann wurde aber erstmal von der Verwaltung ein Rahmenplan über diese Fläche erstellt und erst danach konnte der Bebauungsplan aufgestellt werden. Und bis es zu dem Bebauungsplan kam, wurde zwischenzeitlich das kooperative Baulandmodell beschlossen. Und jetzt steht dieser Fall aber theoretisch ja nicht mehr in diesen Ausnahmeregelungen, für die jetzt dieser Bestandsschutz oder dieser Vertrauensschutz gilt. Und ich glaube, wir sollten, um die Klagemöglichkeit des Investors auch auszuräumen, in diesem Fall noch als zusätzliche Ausnahme mit aufnehmen. Und deswegen habe ich die Beschlussempfehlung des Ausschusses noch um diesen, Sie haben es vorliegen, um diesen Fett gedruckten Textteil ergänzt, dass wir also sagen, bei den Ausnahmen sollen auch Bauvorhaben dazugehören, bei denen in der vorlaufenden 12-Monatsfrist zum Beschluss städtebauliche Vorverträge zu vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren abgeschlossen wurden. Wie gesagt, nach meinem Kenntnisstand bezieht es sich tatsächlich nur auf einen. Möglicherweise gibt es noch ein oder zwei weitere Fälle. Wir haben das vorhin versucht, schon mit dem zuständigen Beigeordneten zu klären. Das ist jetzt natürlich am Rande der Sitzung etwas schwierig. Es wird aber auf keinen Fall dazu führen, wie bei dem letzten Beschluss, den wir gefasst haben, dass hier irgendwie eine maßlose Ausdehnung von Ausnahmen möglicherweise erfolgt. Und deswegen bitte ich alle Fraktionen jetzt um Zustimmung. Die Grundsatzdebatte zum Thema, wie wir dauerhaft mit dem Thema verfahren, die werden wir ja in der Zukunft noch führen. Dazu gibt es die Vorlage des OB, die jetzt im Geschäftsgang ist. Und dazu kommt dann, wie gesagt, die Debatte. Hier geht es, wie gesagt, nur um diese eine zusätzliche Ausnahme. Und ich bitte alle um Zustimmung. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. FDP-Fraktion, Herr Blüttner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das kooperative Baulandmodell wird uns jetzt sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle in den nächsten Monaten beschäftigen. Was macht das? Wir haben dort festgelegt, es wurde 2019 beschlossen, 30% Anteil Sozialwohnungen und regelt auch eine weitere Vielzahl von Nebenbedingungen und Verpflichtungen, die einhergehen bei der größeren Entwicklung von Grundstücken über städtebauliche Verträge. Beispielsweise Planungskosten, Flächenabtretungen, beispielsweise für Grünflächen und Verkehrswege, Spielflächen, Werkstattverfahren. Für die Architektur. Die Kosten trägt in der Regel der Investor. In dem Fall, wo heute der Antrag zugeht, haben wir eine Ausnahmeregelung zum kooperativen Baulandmodell. Damals schon bestehende oder angefangene Planungen sollen mit 15% anstatt 30% Sozialwohnungsbau gebaut werden können. Diese Ganze wollen wir jetzt mit der entsprechenden Vorlage verlängern, da eben städtebauliche Verträge bei einer Reihe von Projekten noch nicht abgeschlossen sind, wo man es damals bei Beschluss des kooperativen Baulandmodells erwartet hatte. Das Thema zeigt, die städtebaulichen Verträge sind eine sehr langwierige Sache. Verzögerungen und Verteuerungen sind oft auf Basis der vielen Nebenbedingungen, oft auch die Stadt sicherlich nicht ganz unschuldig dabei. Vielleicht allgemein zum Thema Bauen, Mietwohnungsmarkt. Das ist ja die große Debatte, die wir in Zukunft führen. Für uns als FDP
Ja, wir haben zurzeit eine zu geringe Leerstandsquote, die durchaus problematisch für den Wohnungsmarkt ist. Die Preise für die Errichtung von Neubau sind auch oft zu hoch, wobei da aber der Stadt und die Stadt und der Stadtrat nicht ganz unschuldig dran sind. Wenn wir in die Statistik zum Wohnungsmarkt reinschauen, hat sich in den letzten 3 Jahren die Entwicklung gezeigt, dass wir eine Talsohle erreicht haben beim der Leerstandsquote. Sie ist zu niedrig, aber sie ist nicht mehr gesunken. Das heißt, die hohe Bautätigkeit der letzten 3 Jahre zeigt bereits ihre Wirkung. Jetzt haben wir, wenn wir mit dieser hohen Bautätigkeit fortführen können, wenn die fortgeführt wird und gleichzeitig die prognostizierten geringeren Zuzugszahlen haben, die große Chance, dass dort wieder sich das Ganze in den nächsten Jahren entspannt. Damit das der Fall ist, muss weiterhin genauso viel gebaut werden wie bisher. Und dafür ist es für uns entscheidend als FDP, damit das funktioniert, dass wir nicht zu viele und zu hohe Hürden den Investoren vor die Füße legen. Da haben wir das Risiko, dass sonst Bauprojekte nicht stattfinden, weil sie sich einfach nicht mehr rentieren. Und damit haben wir langfristig die Risiken für insgesamt für den Bau. Das heißt für uns keine übertriebenen Nebenbedingungen im Bauen, die es stark verteuern. Planungssicherheit vor allem bei den Investoren, weil gerade diese langwierigen Prozesse, da muss man sich auch auf das verlassen können, was vor 3, 4 Jahren gemacht wurde. Und daher entsprechend zu dieser Vorlage die Verlängerung der Zwischenregelung für den Vertrauensschutz extrem wichtig. Wir wollen Neuplanung vermeiden und möchten da auch keine rechtlichen Risiken für die Stadt, wenn diese mal selber für die Verzögerung zuständig war. Daher stimmen wir dem federführenden Ausschussvotum aus dem Stadtentwicklung-Bauausschuss entsprechend zu, stimmen auch dem Änderungsantrag der CDU zu und bitten da entsprechend um Ihre Zustimmung, um dort den Vertrauensschutz weiter zu gewährleisten und Bauen zu ermöglichen. Als nächstes für die Freien Wähler Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt in einer ähnlichen Situation wie im Oktober schon mal. Es gab in der vergangenen Sitzung einen Beschluss des Stadtrats zur Absenkung der Quoten für den Anteil von Sozialwohnungen bei Neubauvorhaben. Dieser ist jetzt nicht aufgrund des Inhalts, sondern aufgrund von Problemen bei der Form nochmal vorliegend. Wir sind uns bewusst, dass wir mit unserem Antrag der vergangenen Sitzung unheimlichen Schwung in diese Debatte gebracht haben und wir sind uns bewusst, dass wir jetzt diese Debatte führen über ein sehr wichtiges Thema, nämlich die Fragestellung, wie werde ich in Zukunft wohnen? Meine Damen und Herren, das Thema Wohnen ist neben den Themen Familie und Arbeit, Wohnen kann man mit Heimat gleichsetzen, eines der wichtigsten Themen für alle Dresdner, für alle Menschen in Sachsen und auch in Deutschland. Das ist etwas, was sehr wichtig ist und wo man auch mit einer gewissen Differenziertheit die Anträge sehen sollte. Diese Differenziertheit habe ich in der vergangenen Sitzung und in Teilen auch heute bei großen Teilen der Mitglieder des Stadtrates leider vermisst, ebenso im Nachgang zur vergangenen Sitzung. Wenn wir auf die Sitzung vom 15. Oktober zurückschauen und auf das Verhalten einiger Stadträte innerhalb der Sitzung, dann kann man frei nach Erich Kästner nur sagen, was immer auch geschah, nie werden wir so tief sinken von dem Kakao, durch den Sie versuchen, uns zu ziehen, auch zu trinken. Meine Damen und Herren, wir als Fraktion sind der Meinung, dass ein großes Angebot der großen Nachfrage gerecht wird. Wir sind nicht die Einzigen, die das so sehen, das hat die Zustimmung in der vergangenen Sitzung gezeigt und wir werden in dieser Sitzung, ich kann Sie beruhigen, keinen mündlichen Änderungsantrag einbringen, sondern der Beschlussempfehlung des Bauausschusses zustimmen mit der Ergänzung der CDU. Das liegt zwar hinter dem, was wir in der vergangenen Sitzung beschlossen haben, zurück, aber wir denken, diese Debatte, die wir angestoßen haben zum kooperativen Baulandmodell, diese Debatte hat gezeigt, dass beim kooperativen Baulandmodell einiges im Argen liegt und wir werden dem Antrag des Oberbürgermeisters folgenden Beratungen nutzen, um über diese gesamte Vorlage bzw. über diese gesamte Richtlinie nochmal intensiv nachzudenken, weil wir eben glauben, dass die umfangreichen Kosten, die die Bauherren haben, dass diese umfangreichen Kosten
letzten Endes zu höheren Mieten bzw. zu einem höheren Kaufpreis führen. Diese Überfrachtung der Richtlinie mit ideologischen Wunschvorstellungen, die Sie in der letzten Legislaturperiode beschlossen haben, insbesondere die von hier aus gesehen linke Seite, das kann man grundsätzlich verstehen, also ich zumindest kann es sehr gut verstehen, dass Sie aus Ihrer Position heraus das für angemessen halten und für richtig. Wir persönlich halten das für falsch. Und die Meinungsäußerungen heute bezüglich der Kombinatsfantasien, insbesondere vom Herrn Scholbach, der vom Energiekombinat sprach, die führt weiter gedacht, ja dann auch noch zu einem Wohnungskombinat. Wahrscheinlich gehört auch das in gewisser Weise zu Ihren Fantasien noch mit dazu. Und ich glaube, vom Wohnungskombinat ist es dann auch nicht mehr allzu weit zum Gesundheitskombinat. Das Gesundheitskombinat, was Sie sich vielleicht dann vorstellen, wenn man das Wohnungskombinat und das Energiekombinat weiter denkt, das hätte das, was heute zum Beispiel aktuell, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen das online gelesen, was heute aktuell durch die Medien geht, nicht zustande gebracht. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, Biotech und Pfizer haben heute einen weiteren wichtigen Schritt bezüglich eines Impfstoffs gegen Corona vorgestellt. In einem Gesundheitskombinat, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte, da hätte es heute 10 Monate oder 11 Monate nach dem Auftauchen des Coronavirus in Europa wahrscheinlich keine Vorstellung von dem Impfstoff gegeben, sondern wahrscheinlich wäre heute festgestellt worden, in welchem Labor bzw. in welchem Kombinatsteil man nach so einem Impfstoff forschen würde. So, meine Damen und Herren, wie geht es jetzt weiter? Wir denken, Sozialwohnungen zu bauen ist wichtig. Ich muss aber sagen, leider, denn noch besser wäre es, wir würden gar keine Sozialwohnungen bauen, weil wir keinen Bedarf an diesen Wohnungen hätten. Aber Sozialwohnungen bauen ist für manche ein eigenes, ein lohnendes Geschäftsmodell. Wir sind der Meinung, man sollte diesem aber nicht unbedingt mit Plan und mit Zwang begegnen, sondern mit Vernunft und mit Markt. Und wir denken, dass aus dieser Debatte um die Übergangsregelung, die wir jetzt aktuell haben, und aus der Debatte bezüglich der Aktualisierung der bestehenden Richtlinie, dass sich diese Debatte zum Positiven entwickeln wird für die Richtlinie, für das Bauen in Dresden und auch für das Wohnen in Dresden. Wir werden uns an dieser Debatte beteiligen, offen, ehrlich und konstruktiv. Und wir hoffen, dass auch Sie offen, ehrlich und konstruktiv mit uns darüber diskutieren, ohne Schaum vorm Mund und ohne die Aggressivität, die man bisweilen hört, sondern zum Wohle aller, denn, wie ich am Anfang meiner Worte sagte, Wohnen ist ein wichtiges, eines der wichtigsten Themen für alle Bürger in Dresden. Vielen Dank. So, wir setzen fort mit Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es macht mich immer ein bisschen stutzig, wenn ich einerseits den Aufruf zur Sachlichkeit höre und auf der anderen Seite bei Sachthemen mit purer Ideologie konfrontiert werde. So eben auch in dieser Rede. Da war ich sehr sachlich, verehrter Herr, aber ich muss auf Sie, glaube ich, gar nicht eingehen. Es bringt nichts, es bringt gar nichts. Ich bin auch ganz froh darüber, dass wir heute nicht in die Situation geraten, wieder irgendwelche Spielchen zu spielen, weil das ist meines Erachtens die Grundlehre für eine kommunale Baulandpolitik. Sie darf nicht den Wechselspielen wechselnder Mehrheiten in kurzfristigen Zeiten ausgesetzt sein. Das Wichtigste in der Baupolitik ist Verlässlichkeit. Und deshalb ist das, was Sie denken, angestoßen zu haben als Diskussion, erst einmal im Grunde genommen nur das Aufkündigen einer versuchten Verlässlichkeit. Nichtsdestotrotz, heute geht es nicht darum, wie wir künftig mit dem kooperativen Baulandmodell umgehen. Heute geht es darum,
und das auch wieder unter dem Gesichtspunkt von Verlässlichkeit, das, was wir mit dem Beschluss im vergangenen Jahr bereits angekündigt haben und gewollt haben und intendiert haben, nämlich für eine Übergangszeit einen Vertrauensschutz für diejenigen, die bereits Planungen haben, den nun auch anhand konkreter Projekte zu realisieren. Deshalb ist es richtig, heute die Empfehlung des Bauausschusses dieser zuzustimmen. Es ist ja ein bisschen schade, dass uns der Änderungsantrag der CDU jetzt so kurzfristig erreichte. Ich kann aber nur sagen, wir wollen ihn nicht durch Gegenstimme hier aufhalten, aber erwarten Sie bitte auch nicht von uns, nach dem, was genau am 15.10. hier gelaufen ist, dass wir ihn aktiv unterstützen. Lassen Sie mich noch zu einigen Argumenten, weil wir ja auch über Wohnungsbau im Allgemeinen, Herr Blödner zum Beispiel gesprochen hat, doch noch einige Bemerkungen formulieren. Erstens, es wird der Leerstand angesprochen. Ich frage mich immer, warum nicht dieses kooperative Baulandmodell für Investoren nicht auch als Chance gesehen wird. Weil es wird doch so getan, als ob wir mit dem kooperativen Baulandmodell Bauherren dazu zwingen, einen Anteil von Sozialwohnungen auf ihre Kosten zu bauen. Das stimmt nun mal nicht. Wir haben in Sachsen eines der besten Wohnungsbauprogramme in ganz Deutschland. Das betone ich mehrfach. Weil nämlich Investoren von einer berechneten Miete, die sie bekommen würden auf dem freien Markt, Klammer auf, die gegenwärtig aber eine Menge Leerstand produziert, öffentliche Zuschüsse kriegen zu den Baukosten, um die Miete dann auf ein Niveau setzen zu können, welches dem KDU-Niveau entspricht. Sodass eigentlich mit dem kooperativen Baulandmodell das mittlerweile hohe Risiko, Neubauwohnungen nicht vermieten zu können, deutlich sinkt. Also es ist eigentlich eine Chance für Investoren. Warum es von einigen nicht gewollt wird, hat einen ganz anderen Grund. Weil sie nämlich gar nicht bauen, um zu vermieten, sondern sie bauen, um zu verkaufen. Und da ist natürlich eine Sozialbindung, die auf diesen Investitionen liegt, hinderlich. Hinderlich, um genau entsprechende Profite zu erzielen. Aber eins, und daran möchte ich Sie erinnern, das Jahr 2035, wir haben es heute im Kontext mit der Klimaneutralität schon mal diskutiert. Das Jahr 2035 ist für Dresden ein verdammt wichtiges Jahr. Da laufen nämlich sämtliche Sozialbindungen der Vonovia aus. Und wir müssen uns, und das ist verantwortliche Politik, die sich nicht nur auf die eigene Legislaturperiode konzentriert, verantwortliche Politik muss genau auch die Zukunft dieser Stadt im Auge behalten. Und wir müssen mit Hinblick auf 2035, wo wir 10.000 Sozialbindungen zumindest erst einmal vertraglich verlieren, auch eine Antwort haben, wie wir es lösen. Und je weniger Sozialwohnungen mit dem kooperativen Baulandmodell entstehen, desto mehr Sozialwohnungen müssen wir selbst als WID bauen. Und das heißt auch, für die Stadt Geld in die Hand zu nehmen. Sodass ich noch einmal feststellen möchte, auch als Bitte und als Appell an die Investoren, lassen Sie uns alle das kooperative Baulandmodell als Chance begreifen und als eine Säule, um unser Problem, welches 2035 auf uns zukommen wird, zu lösen. Für heute aber gilt erst einmal, lassen Sie uns beschließen und denjenigen, die darauf vertraut haben, dass sie in ihren Projekten eben nur diese 15% bezahlen, ihnen dies auch hier mit dem Beschluss des Stadtrates auf den Weg geben. Ich bitte deshalb um Unterstützung des Ausschussvotums des SBS. Dankeschön. Als nächste Wortmeldung CDU-Fraktion, Herr Fleming. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Es ist schon gesagt worden von meinem Fraktionskollegen Mario Schmidt, dass wir diesem Vertrauensschutz zustimmen und ihn auch versuchen, auf die zu erweitern, die das auch verdient haben im gleichen Zusammenhang. Darauf will ich gar nicht weiter eingehen. Ich will auch gar keine
wohnungspolitische Grundsatzdebatte anstoßen, weil ich glaube, das ist hier nicht der Punkt, wo das angebracht ist. Darauf werden wir dann sowieso noch kommen, wenn wir uns mit dem Antrag des Oberbürgermeisters beschäftigen werden. Ich will aber auf eins nochmal zurückkommen, was ich auch schon beim letzten Mal ansprach. Bemerkenswert finde ich, dass dieser Beschluss für den Vertrauensschutz überhaupt notwendig ist. Überhaupt notwendig ist. Denn die Stadtverwaltung selber hat ja wohl offensichtlich vor anderthalb Jahren, also wir haben ja den Beschluss zum kooperativen Baulandmodell, also Sie haben den Beschluss gefasst, wir haben dem ja nicht zugestimmt wegen der 30%. Wir haben den am 5. Juni 2019 gefasst. Und somit ist der Antrag aus der Stadtverwaltung also im Frühjahr vergangenen Jahres gekommen. Und man hat offensichtlich damals abgeschätzt, dass man bis zum 31.12. diesen Jahres diese städtebaulichen Verträge unterschriftsreif haben wird, denn sonst hätte man das ja so nicht reingeschrieben. So, und jetzt sind wir anderthalb Jahre später. Jetzt müssen wir die ganze Geschichte mit unserem Beschluss heute um weitere anderthalb Jahre in die Zukunft verschieben. Da frage ich mich natürlich, wo kommen denn schon wieder anderthalb Jahre Verzögerung her? Nun kann man mit Corona vielleicht ein bisschen was begründen, aber sicherlich nicht weitere anderthalb Jahre, also quasi eine Verdoppelung der damals geschätzten Frist. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wir uns mal anschauen müssen, wenn wir über den Wohnungsbau reden. Da müssen wir vielleicht mal auch ein paar Prozesse uns anschauen und ein paar Algorithmen und ein paar Schleifen, die da gezogen werden bei der Bearbeitung von Bebauungsplänen. Und da will ich gar nicht mal jetzt den Mitarbeitern im Stadtplanungsamt schlechte Arbeit unterstellen. Die meisten von denen sind nicht motiviert und die sind auch fleißig, aber hier stimmt doch einfach was in den Prozedere nicht. Ja? Und das kostet ja auch Wohnungen, denn wenn diese Bebauungspläne, die ja maßgeblich für Wohnungsbau vorgesehen sind, nicht umgesetzt werden, nicht erstellt werden, dann werden auch keine Wohnungen gebaut. Ja? Und an den Punkt möchte ich mal gerne reinbohren und das müssen wir uns anschauen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir mehr Wohnungen haben wollen, dass das einfach schneller und effizienter funktioniert. Und das wollte ich eigentlich hier auch nochmal mit in die Diskussion geben. AfD-Fraktion, Herr Laczynski, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, Herr Schmelig. Was passiert denn eigentlich mit den Wohnungen, wenn diese verkauft werden? Werden die da etwa nicht bewohnt? Was ist daran so schlimm, wenn diese Wohnungen verkauft werden? Das müssten Sie mir vielleicht nochmal erklären. Vielleicht habe ich einfach nicht verstanden. Letztendlich möchte ich eigentlich im Großen und Ganzen meinem Vorredner zustimmen. Die bisherige Übergangsregelung des kooperativen Baulandmodells hat sich ähnlich wie das Modell als Ganzes als nicht praktikabel erwiesen. Bauherren, die vor Jahren mit der Planung ihrer Bauvorhaben unter klar definierten Bedingungen vom Stadtrat beschlossenen Vorgaben begonnen haben, laufen jetzt zum Ende der Übergangsfrist in die Ungewissheit, ob mit ihren Planungen fortgefahren werden kann oder ob sie ihren Aufstellungsprozess dann einfach nicht mehr zur Satzungsreife bringen können. In beiden Fällen wäre denjenigen, die noch immer von den tausenden neuen Sozialwohnungen in den nächsten Jahren träumen, nicht geholfen. Das, was in der Vorlage vorsichtig als Vertrauensschutz bezeichnet wird, hat einen wesentlich handfesteren Hintergrund. Im Fall einer Nichtverlängerung der Übergangsfrist wäre eine Klagewelle gegen die Stadt ein mögliches Szenario. Investoren, die umfangreiche Planungen nach den Vorgaben der Stadt angestoßen haben, deren Unterlagen in den letzten Jahren innerhalb der Stadtverwaltung zirkulierten und bis zum Ende der Übergangsfrist nun doch keinen Satzungsbeschluss mehr nach den ursprünglichen Vorgaben bekommen, können hier möglicherweise Schadensersatzansprüche geltend machen. Mit der Verlängerung der Ausnahmeregelung bis 2022 geben wir also nicht nur den bereits vor Jahren begonnenen Projektplanungen die Möglichkeit, dass diese auch erfolgreich abgeschlossen werden können. Wir wenden zudem auch eine Reihe von möglicherweise entstehenden Schadensersatzsprüchen gegenüber der Stadt ab. Letztendlich täuschen diese Ausnahmen aber nicht darüber hinweg, dass das kooperative Baulandmodell in seiner derzeitigen Ausgestaltung ein Bauverhinderungsmodell ist. Da helfen auch die umfangreichen Fördermittel des Freistaates für den mietpreisgebundenen Wohnraum wenig, wenn bei den nicht geförderten Wohnungen dann die Mieter wegbleiben. Es ist diesen Mietern nur schwer vermittelbar, dass ihre Nachbarn im gleichen Haus für eine gleichartig geschnittene Wohnung und gleich ausgestattete Wohnung 6 bis 7 Euro zahlen, während sie selbst einen Mietpreis von 10 oder 11 Euro oder mehr pro Quadratmeter zahlen müssen.
Für dieses Thema werden wir im Rahmen der Fortschreibung des kooperativen Baulandmodells noch Lösungen finden müssen. Ich möchte aber jetzt auch hier eine Grundsatzdiskussion über das Thema Wohnungspolitik vermeiden. Die Einkommen von potenziellen Mietern ohne Wohnberechtigungsschein für Neubauwohnungen sind in Dresden nicht vergleichbar mit denen in Freiburg, München oder Bonn. Genauso wie die durchschnittlichen Mietpreise auf dem freien Mietwohnungsmarkt. Nun sind es aber gerade diese Mieter, die bei immer weiter steigenden Baukosten mit ihren Mieten diese Neubauprojekte finanzieren müssen. Diesen Umständen müssen wir dann auch im Baulandmodell noch Rechnung tragen. Und ohne der BED jetzt zu nahe treten zu wollen, müssen wir uns immer vor Augen halten, dass es nicht der Stadtrat ist, der die Wohnungen in Dresden baut, sondern es sind die privaten Investoren und Bauherren, die den hauptsächlichen Bedarf an Wohnraum in unserer Stadt derzeit decken und auch in Zukunft decken werden. Wenn wir hier vorankommen wollen, geht das nur im Miteinander und im gegenseitigen Vertrauen. Wir sollten es vermeiden, diese Bauherren durch überzogene Forderungen aus der Stadt zu jagen. Dem federführenden Ausschussbericht sowie dem Antrag der CDU werden wir deshalb zustimmen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Die Linke, Herr Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, da wollen wir die Märchenstunde über Bebauungspläne mal beenden. Erstens, Herr Nitsche, wenn Sie hier rechtswidrige Anträge stellen, können Sie das machen, aber bitte missbrauchen Sie Erich Kästner nicht von rechts außen für die Rechtfertigung des Abbaus von sozialen Wohnungsbau. Erich Kästner hatte immer ein Herz für arme Leute bei Pünktchen und Anton und Emil und die Detektive. Also missbrauchen Sie ihn nicht für Ihre Belange hier. Das kann sich nicht mehr wehren. Das ist einfach. Ich hoffe, Sie haben gelernt, dass es nicht möglich ist, Stadtentwicklung und Wohnungspolitik zu machen, indem man einfach Zahlen in den Raum wirft und unfundiert im Prinzip versucht, hier irgendwie Interessen von Privatinvestoren durchzusetzen, die sich nur am Gewinn orientieren und nicht an den Notwendigkeiten dieser Stadt. Der Oberbürgermeister hat in dieser Situation auch komplett versagt. Er hätte das mit seiner Stimme unterbinden können, dass dieser Antrag so angenommen wird, dem er dann selbst wieder widersprechen musste und gleichzeitig aber diese rechtswidrige Initiative dann mit einem gleichlautenden Vorlage belohnt hat, über die wir noch reden wollen. Es wird heute Abend zwei Verlierer geben. Das eine ist der soziale Wohnungsbau, das andere sind die Investoren. Sie glauben, sie tun denen einen Gefallen, indem sie die Übergangsfrist verlängern. Es ist schon bemerkt worden, sie verlängern diese Frist um anderthalb Jahre. Und genauso werden wir auf diese Bebauungspläne dann warten, weil es wahrscheinlich nicht schneller gehen wird. Die Begründung, die möchte ich mal hier lesend, entgegen meiner Gewohnheit lesend vortragen. Da steht dann hier drin, die Verfahrensläufe haben sich aus diversen Gründen verzögert und weiter. In den B-Plan-Verfahren kam es zu Verzögerungen aufgrund der notwendigen Klärung von fachlichen Belangen gegenüber dem anvisierten ursprünglichen Zeitplan, die sich infolge der Einschränkung durch Corona-Pandemie noch vergrößerten. Also durch die Corona-Pandemie hat es sich vergrößert, inwiefern es unvorhersehbar ist, dass im B-Plan-Verfahren fachliche Belange geklärt würden. Das habe ich noch jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich hoffe, da kommen wir noch mal irgendwann drauf. Meine Damen und Herren, es gibt im B-Plan-Verfahren keinen Vertrauensschutz. Die Stadt ist bis zuletzt, bis zum Satzungsbeschluss frei, ob sie einen B-Plan erlässt oder nicht. Das ist die kommunale Planungshoheit und Zusagen vorher gelten nicht. Es ist, Herr Blödner, Herr Flemming, ein absolutes Märchen, dass die Investoren bauen, wenn man ihnen nichts auferlegt. Wo sind denn die ganzen Wohnungen? Wo baut denn Innovation? Innovation hat den B-Plan, den wir vor 3 Jahren erlassen haben, in der Lingener Stadt verkauft. Wo drehen sich denn die Kräne am Lenné-Platz? Der Investor wollte eigentlich nur verkaufen, dort wird nichts gebaut. Wo sind denn die Wohnungen im Plattenwerk Johannstadt? Und da können wir durch die ganze Stadt gehen. Es gibt ja keinen Mangel an sozialwohnungsfreien B-Plänen, sondern es gibt ja einen Mangel an bauwilligen Bauherren, die im Prinzip bauen wollen und nicht nur spekulieren. Das ist die Ursache für die Wohnungsnot. Und die haben keinerlei Sozialwohnung auferlegt bekommen. Warum legen wir jetzt Sozialwohnung auf? Wir haben derzeit den Bedarf von 20%. 20% der Dresdner Bevölkerung haben einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein auf seine Wohnung. Mit steigenden Mieten, mit steigenden Wohnkosten, bei stagnierenden Einkommen, da wird auch Corona noch ein bisschen was dazu beitragen, dass im Prinzip ja Menschen ihr Einkommen verlieren werden, arbeitslos werden, da wird diese Quote sich erhöhen. Und irgendwann werden wir in die Situation kommen, dass wir Sozialwohnungen nicht mehr anbieten können. Und da müssen wir vorbauen. Wir als Linke werden deswegen auch die 30% verteidigen. Ich denke mal, dass anderthalb Jahre
Zeit genug waren, sich an diese neue Forderung zu gewöhnen. Die 30% gelten auch im Prinzip nur, wenn ein Förderprogramm des Freistaates bereitsteht, der die auflaufenden Kosten für die Investoren ersetzt. Und das ist das andere. Hier ist noch ein Märchen erzählt worden von Herrn Nietzsche, dass das kooperative Baulandmodell zu höheren Mieten führt. Ich habe noch nie gehört, dass ein Investor gekommen ist oder ein Vermieter gekommen ist und gesagt hat, diese Wohnung hat mich jetzt so und so viel gekostet und ich schlage da einen gewissen Gewinn drauf, ein paar Prozent, und dann vermiete ich dir das. Sie nehmen immer eine Marktmiete. Das heißt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Kosten und Miete. Die Kosten werden natürlich so niedrig wie möglich gehalten in der Beschaffung einer Wohnung, im Grundstück und im Bau. Aber die Miete richtet sich nicht danach. Die Miete wird möglichst hoch gehandelt und die Differenz dazwischen ist der Gewinn und der soll möglichst maximiert werden. Und das kooperative Baulandmodell schöpft diesen Gewinn zu einem Teil ab, weil der Stadt natürlich Folgekosten entstehen durch solche Investitionen. Wenn wir einen Bebauungsplan erlassen, müssen wir Schulen bauen, müssen wir Kindergärten bauen, müssen wir Straßen unterhalten, und dafür ist das kooperative Baulandmodell eigentlich da, natürlich auch für Sozialwohnungen. Und dass keine Überlastung der Bauherren eintritt, dazu gibt es eine Angemessenheitsprüfung. Und die Angemessenheitsprüfung, steht auch im Baugesetzbuch so drin, die sorgt dafür, dass niemand im Prinzip über Gebühr beansprucht wird. Insofern ist das kooperative Baulandmodell in Ordnung. Wir werden hier nicht zustimmen, weil uns die Frist zu lange ist. Das haben wir eigentlich selber vorgeschlagen, dass wir im Prinzip das für alle B-Pläne veröffnen, um auch eine gewisse Gleichbehandlung zu ermöglichen. Ansonsten ist es die Übergangsfrist zu lang. Wir wollen endlich mal mit den 30% anfangen. Und für die Vorlage des Oberbürgermeisters kann ich schon mal ankündigen, dass wir die 30% sozialen Wohnungsbau in Dresden verteidigen werden. Vielen Dank. So, zum Abschluss der Fraktionsrunde wäre die SPD das Möglichkeit und dann... Es wird nicht gewünscht, dann eben ein Geschäftsordnungsantrag, Herr Aschenbach. Ja, da wir die Debatte letzte Sitzung schon geführt haben und da wir die auch nochmal führen werden, fände ich gut, wenn wir die dann heute nach der Fraktionsrunde gleich beenden. Also Antrag auf Schluss der Rednerliste nach dem Herrn Kajewski. Oder jetzt gleich, willst du noch was sagen? Herr Kanewski hatte darauf verzichtet gehabt und insoweit sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen lagen mir jetzt auch nicht vor. Hat jemand etwas dagegen, dass wir Schluss machen? Ich sehe es das nicht, dann würde ich direkt einsteigen in die Abstimmung. Da liegt, wie gesagt, ein Änderungsantrag der CDU vor. Wer diesem stattgeben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Ja, 2 Nein, 32 Enthaltungen, dann zum ersten Mal beschlossen. Und damit kommen wir zur Schlussabstimmung über den federführenden Ausschussbericht, so ergänzt wie gerade beschlossen. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. Und 50 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, wird damit so beschlossen. Mit der Verkündung dieses Ergebnisses beende ich die heutige Stadtratssitzung, wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und einen guten Nachhauseweg. Danke.